So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe-Abendsendung. Es ist 22:22 Uhr, genau. Zunächst einmal der Risikohinweis und wie kurz erwähnt, ist ja heute einiges passiert. Ich habe hier mal den JFD-Stream hier aufgerufen und da können wir eben kurz mal durchgehen. Auf Xetra gab es eben größeres Gap. Hier war es angedacht, dass dieses Gap hier komplett geschlossen wird. Es gab aber nur einen Rücksetzer bis 9.991 Punkten. Und dann ist er nach oben durchgezogen, sehr dynamisch, weil viele Marktteilnehmer haben eben auf einen kompletten Gap Close wahrscheinlich gesetzt. Und wie man hier sieht, ist er dann an einem Wochenwiderstand, hat er dann genau geschlossen. Somit hat sich dieses Setup, Szenario, wie man es auch nennen mag, hier komplett erstmal durchgesetzt. Der Bonus wäre jetzt das Erreichen der 10.200 Punkte Marke. Also war hier dieses Szenario perfekt, hier die Dings runter und auch das eigentlich sozusagen fast jede Bewegung war vorzeitig so eingezeichnet. Dann kommen wir zum Pfund gegen den japanischen Yen. Da war das Ausbruchsszenario direkt bei 1 bei 140. Liegt man auch 100 Pips vorne. Das BMW-Setup lief eben seit dem 11. Juli. Zwar wurde hier, wer die Videos gesehen hat, hier unten eben schon mit einem Rücklauf gerechnet, da es eben dann hier hochging, war es dann so eingezeichnet auf diese Linie und hier könnte es, wenn der DAX jetzt sich weiter nach oben bewegt, eben auch noch das Kursziel erreicht werden. Australische Dollar, kanadische Dollar, da war hier exaktes Korrekturszenario eingezeichnet. Im Tageschart war das hier der schwache Pfeil und ab jetzt sollte es eben nach oben gehen. Das ist jetzt bislang noch nicht ganz so eingetreten. Der Stopp hält noch, der Softstopp und der Hardstopp liegt hier unten. DAX, das war nochmal das gleiche und andere Setups wurden heute nicht vorgestellt. Allerdings hier das laufende Setup im Gold. Zack. Zeitlich exakt, sage ich mal, getroffen, wie man sieht. Silber, da gab es doch habe ich einen anderen Chart, der ist hier. Das zweite Kauflimit ist hier knapp verfehlt worden noch. Der Tief lag 1935, 34 und 30 lag das zweite Kauflimit. Da kann man hoffen, dass morgen hier nochmal kleine Schwäche auftaucht und dann nach oben durchrattert oder auch das dritte noch erreicht wird. Aber wenn hier Gold eine gute Unterstützung erreicht hat, aber die laufen ja zurzeit eh ein bisschen anders, deswegen kann man es jetzt nicht hundertprozentig 1 zu 1 übermünzen. Das Pfund, aber das habe ich, Euro-Pfund, das habe ich glaube ich auch noch woanders. Ja, hier legt man im Plus, aber hier gab es eine Schwäche, die jetzt nicht unbedingt hätte sein müssen. Hier war der Ausbruch über dem Rainbow, zwar nicht dynamisch, aber hätte hier definitiv weiter nach oben gehen können sollen. Hier hat sich die erste Bewegung war dynamischer, der Rücklauf, und jetzt ist die 4-Stunden-Kerze nicht hundertprozentig bullish, weil jetzt hier ja noch nicht das Hoch erreicht wird, aber den Stopp, wer jetzt hier irgendwo eingestiegen ist, auch hier der Korrektur, wo ich es erwähnt habe, ja, liegt im Plus. Und wie eben auch gesagt, wie dann die Einzelnen das handeln, ist relativ, ja, unwichtig für mich. Hauptsache, dass ich die Setups vorstellen kann,
dass sie eben schön ins Plus und ein schönes, gutes Chance-Risiko-Verhältnis haben. Hier ist nichts ganz Akutes, allerdings die Zone direkt ausgemacht, das Kursziel ausgemacht, fast punktgenau, wurde hier die 125 erreicht und dann dürfte es hier steiler nach unten gehen. Allerdings, wie ich es eben erwähnt habe, eine Hochdachter fehlt hier noch. Irgendwie passt es aber trotzdem nicht ganz mit dem Gold überein, also mit dem Goldpreis. Muss ich nochmal überlegen, wo es die Aktie hingehen könnte. Die Merck hat es jetzt hier auch geschafft. BMW war ja schon. RWE ist eigentlich abgehakt. Brent nochmal. Da gab es hier das in der Woche das Ausbruchsszenario. Nicht, ist heute wieder an der Unterstützung abgeprallt, an der Tagesunterstützung. Allerdings ja nicht gehandelt, da ich nicht da war. Das hatten wir schon. Und sonst gibt es nur noch, was wirklich interessant ist, natürlich der Hang Seng. Da liegt man nun 1600 Punkte fast im Plus. Hier habe ich jetzt vergessen, die Linie einzuzeichnen. Das wäre eben hier. Also spätestens bei 22.200 wird die Position gegeben. Das wären dann ja knapp 2.000 Punkte. Vielleicht gibt es noch einen Bonus. Ich lege mal ein Sell-Limit dann auf genau auf 2.000 Gewinnpunkte. Mal sehen, ob es erreicht wird. Hier der Nikkei. Ja, wird schwierig, dass er hier auf Tagesbasis durchkommt. Sollte er es trotzdem schaffen, wird hier noch der EMA 200 im Weg liegen. Und dann hier das obere Widerstandsband. Schöner wäre es hier ein Rücklauf, um dann ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis zu haben. Das war's. Morgen wird sicherlich wie heute auch ein spannender Tag werden. Allen voran eben der Gold- und der Silberpreis. Danke fürs Zuhören, bis morgen.